und der Magna-Gründer und langjährige Magna-Präsident Frank Stronach ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, ja. Herr Stronach, ich möchte mit einer ganz simplen Frage beginnen, damit wir uns mal auskennen. Hat der Magna-Konzern im Zusammenhang mit den Eurofighter-Beschaffung irgendwelche Gegengeschäfte gemacht? Ich möchte, möchte das einmal vorlesen, was ich im Ausschuss gesagt habe. Noch einmal. Zwei noch haben. Ja, darauf noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Da, mit den. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Das Gegengeschäfte beim Wirtschaftsbestätigen. Noch einmal. Noch einmal. Aber noch einmal. Politiker und noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Aber ich habe mit Gegengeschäften gegeben. Das warum, Herr Stronach, ich bin noch nicht fertig noch mit über 70 Millionen Euro. Noch einmal. Das Gegengeschäft. Noch einmal. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Okay, sehr gut.